Ja, und damit herzlich willkommen zu der lang ersehnten Roomtour meines neuen Zuhauses, in dem ich 2021 im Januar eingezogen bin. Knapp 2 Monate ist es jetzt her, genau. Lang war es angekündigt und es wird jetzt auch gleich losgehen. Vorweg soll nochmal Werbung für meinen Instagram-Account, erster Link in der Videobeschreibung, gemacht worden sein. Da erfahrt ihr nämlich schon frühe Details zum Umzug und da haben einige Leute auch schon ein bisschen was zu meinem Zimmer gesehen hier. Es ist natürlich ein kleinerer Raum als vorher bei meinen Eltern zu Hause im Keller. Aber ich denke, wir haben trotzdem was Cooles rausgeholt und ich spoiler glaube nicht zu viel, wenn ich sage, wir arbeiten weiterhin daran, den Raum zu verbessern und er wird auch nochmal umstrukturiert werden. Genau. Steigen wir jetzt aber ein, das ist eben der Stand März 2021. Hier ist meine Eingangstür. Hier kommt man eben rein. Da ist auch meine Lampe gelandet. Und der Boba Fett-Helm hat endlich einen Platz gefunden. Genau. Wenn wir dann hinter der Tür gucken, hier oben ist meine Lichterkette und meine kleinen Minifigurenrahmen haben hier Platz gefunden, wo auch nochmal Platz für eine dritte Reihe und für weitere Rahmen nach unten wäre und auch noch erweitert werden wird. Dann kommen wir hier, hängt mein Lichtschwert an der Wand, sowie meine 2 Leinwände, beide Fotos von mir geschossen. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen das auch und haben die Fotos da gesehen. Sind beides meine eigenen Bilder. Finde ich mega cool. Darunter der Millennium Falke, auch der hat einen neuen Zimmerplatz gefunden. Hier mein Fernseh-Setup, jetzt nicht wahnsinnig spannend. Ist auf ein Minimum reduziert. Ganz einfach aus dem Grund, damit ich mehr Platz fürs Lego habe. Hier ist dann das längliche Regal hingekommen. Das hat man ja auch schon in einigen Videos im Hintergrund gesehen. Da ist der Todesstern eben drauf, die 2 Walker. Wir haben hier den ARC 170 drin, das hat man im letzten Block gesehen, der ist immer noch hier drin. Den ATTE, das Gunship. Und unten haben wir den Z95 Headhunter, so wie meine Bauanleitung, wo es jetzt langsam echt eng wird. Genau. Hier steht noch das alte Kanal, die alte Kanalwand, die hat noch keinen Platz gefunden. So wie diese Röhre, die hat auch noch keinen Platz gefunden. Dann gehen wir weiter hier rüber, das Fenster ist bewusst zu. Hier haben wir meine 2 großen Minifigurenrahmen. Genau, die haben hier Platz gefunden. So wie hier meine Episode 1 Minifiguren, die hat man in manchen Reviews vielleicht schon gesehen. Und hier drunter ist dann auch der Tisch, an dem ich meine normalen Reviews aufnehme. Die letzten 2 waren jetzt am Küchentisch, weil es eben die großen war. Hier steht aktuell auch noch die Kantina, da die noch keinen Platz gefunden hat. Hier drüben wäre dann mein Bett, aber da gehe ich jetzt nicht genau drauf ein. Hier haben wir dann auch noch Bretterregale mit den Buildable Characters sowie den Büsten. Und oben haben wir den Calamari Cruiser und die Tende 4. Und hier werden dann noch weitere Bretterregale folgen. Genau. Da unten wäre wie gesagt mein Bett. Da ist noch mein Baby Yoda Kalender. Mein Kleiderschrank ist jetzt nicht sonderlich interessant. Genau. Stehen auch noch ein paar Star Wars Sachen drauf. Dann haben wir hier meine Softboxen gerade, die 2 Kartons eben, mein Bogen, auch für euch jetzt alles nicht sonderlich interessant. Und wenn ich mich jetzt mal langsam umdrehe, dann habt ihr hier die Regalfront. Ich werde jetzt nicht komplett jedes einzelne Set durchgehen, dazu kommt noch mein Sammlungsupdate. Wo ich genauer auf die Sets eingehe und auch nochmal auf die Minifiguren. Ihr seht, hier unten habe ich tatsächlich noch Kapazitäten und ich schwenke einfach mal kurz drüber über jedes Regal, um zu zeigen, was ich so alles besitze. Ihr seht, es ist jede Menge. Der B-Wing wurde wieder rekonstruiert.
is thy bidding, my master. Genau, hier seht ihr dann noch, habe ich mein Regal angefangen mit lauter Szenen aus Star Wars Filmen. Ja, das wäre soweit die Regalfront. Ich mache nochmal einen 360 für euch. Das ist das Zimmer soweit. Kleines Update für euch, wie mein Raum aktuell aussieht. Das ist er. Für, wie gesagt, für genaue Set-Analysen und so, da kommen wir noch dazu. Genauso wie zu den Minifiguren. Da wird auch noch ein Update kommen. Die Minifiguren sind nämlich nicht alle, die ich in den Rahmen habe. Ich habe eine ganze Box voll noch mit Minifiguren. Und da werden wir noch in einem separaten Video eingehen. Für heute soll es das aber gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Anschauen und bis dann und ciao, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen.